Hi, ich bin's wieder, Katrin von Exali. Heute habe ich Nick Österreich von Uplink im Interview. Wir unterhalten uns darüber, wie eine richtig gute Projektbewerbung aussieht und wie man dafür sorgt, dass sie sich von anderen abzeichnet. Also, bleibt dran. Hi Nick, schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe im Intro vorhin schon gesagt, ja, es geht heute um Tipps zur Projektbewerbung. Gerade im Bereich der Selbstständigen hört man ja oft den Begriff Personal Branding. Kannst du mir kurz erklären, was damit gemeint ist und was für Möglichkeiten ich überhaupt als Freelancer habe, um so ein Personal Branding umzusetzen? Ja, super gerne. Also ich finde, generell ist Personal Branding ja auch so ein Begriff, der irgendwie in den letzten Jahren super inflationär verwendet wird und jeder hat irgendwie so eine ganz eigene Definition davon, was ja auch vollkommen okay ist. Deswegen würde ich vielleicht noch einmal kurz sagen, was ich so darunter verstehe. Also für mich ist Personal Brand einfach eigentlich alles Weitere, was so über den reinen Service, von dem ich anbiete, quasi hinausgeht. Das heißt, als Freelancer habe ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so einen klassischen Entwickler oder Marketing-Freelancer nehmen, einfach so ein Metier ist, in dem ich mich ganz gut auskenne, natürlich die Möglichkeit, mich noch weiter zu positionieren. Das kann zum Beispiel über eine Website sein, wo ich eben einfach anzeige, welche Projekte mache ich gerne, welchen Tech-Stack habe ich oder im Bereich Marketing, auf welche Tools habe ich mich spezialisiert, aber eben auch darüber hinaus noch viel mehr die Reichweite nutze, um mir einen Expertenstatus aufzubauen. Wie kann das Ganze jetzt quasi passieren? Ich kann zum einen natürlich auch Social Media nutzen und da regelmäßig irgendwelche Inhalte publishen, aber vor allem auch kann ich irgendwelche Fachbeiträge teilen, sodass ich wirklich anzeigen kann meinen potenziellen Kunden, dass ich eine Expertise in einem bestimmten Feld habe. Und auch hier zu nennen, finde ich, ist super wichtig, mir auch Gedanken über eine Spezialisierung zu machen, weil wenn ich eine Personal Brand bin, dann habe ich ja meistens eine Mission und so eine gewisse Zielrichtung, in die ich irgendwie gehen möchte, beispielsweise gerade als Marketing-Freelancer, ob ich mich auf bestimmte Branchen und Tools fokussiere, das sind natürlich auch alles Sachen, die man in dem Zusammenhang anzeigen sollte. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Marketing-Spezialistin bist und überwiegend irgendwie nachhaltige Businesses und nachhaltige Unternehmen unterstützen möchtest, ist es natürlich cool, wenn man dann auf dein Profil geht. A, sieht man das vielleicht direkt auf deiner Website oder hast du vielleicht auch schon zahlreiche Best Practices und Artikel geshared, wie du eben genau nachhaltige Unternehmen beispielsweise unterstützt hast. Und ich glaube, so ein Mix aus einer Personal Brand und einer Spezialisierung ist einfach super hilfreich, gerade im aktuellen Markt, weil es gibt super viele Leute, die sich auf bestimmte Sachen spezialisiert haben und ich glaube, mit so einer Taktik, ich mache alles für alle Kunden, alle Branchen, alles im Bereich Marketing, das funktioniert nicht mehr so gut. Und wenn du jetzt irgendwie auf das Unternehmen auf der Suche nach Unterstützung bist, willst du ja wahrscheinlich auch eher den Freelancer hiren, der genau in deiner Branche das schon umgesetzt hat. Ja, definitiv. Und dann ist es ja auch so, nur dass ich das anbiete alleine ist ja meistens, zieht noch keine Leute an. Und ganz viele setzen ja auf so Jobplattformen wie LinkedIn oder Xing. Siehst du da auch Vorteile drin oder was ist da der Vorteil, das darüber zu machen? Genau, absolut. Also der Vorteil ist, dass du natürlich schon mal irgendwie so eine Infrastruktur gegeben hast, in der du dich ganz gut positionieren kannst. Wenn du jetzt irgendwie deine eigene Webseite aufsetzt, da vielleicht einen Blog integrierst und deine Inhalte teilst, dann musst du natürlich auch erstmal dafür sorgen, dass genug Leute auf deine Website kommen und dass du dich irgendwie als Personal Brand oder als Fachansprechpartner für einen bestimmten Bereich integrieren kann. Bei LinkedIn ist es natürlich relativ easy, selbst wenn ich das jetzt noch gar nicht nutze, kann ich zum einen erstmal relativ schnell mein Profil anlegen, mich mit Leuten aus der Vergangenheit, die ich schon kenne, ehemaligen Kolleginnen oder auch anderen Freelancern vernetzen und habe dann da durch den Vorteil, dass ich schon mal mir so mein eigenes Netzwerk aufbaue und da Inhalte beispielsweise teilen kann. Auch finde ich es LinkedIn relativ gut, wenn es dann um die Art der Inhalte geht. Du kannst nämlich zum einen irgendwie auch größere oder kleinere Artikel veröffentlichen, aber genauso durch irgendwelche Posts, Studien teilen, also auch einfach mit weniger Zeitaufwand deine Sichtbarkeit nach und nach erhöhen. Und wofür ich LinkedIn besonders hilfreich finde, gerade auch für Freelancer, ist ja natürlich für die Projektakquise. Ne? Das heißt, oftmals ist es gar nicht so, dass jetzt irgendwie quasi in dem
wie soll ich sagen, in dem Jobreiter, also unter dem Banner quasi Jobs, super viele Freelance-Projekte ausgeschrieben sind. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Ansprechpartner und Unternehmen einfach auch durch einen Post teilen, dass sie gerade auf der Suche nach Unterstützung sind. Das heißt, wenn ich als Freelancer mich jetzt einfach mit vielen Freelancern, ehemaligen Kolleginnen und auch alten Kunden, für die ich vielleicht auch, oder auch an alten Arbeitgebern, für die ich mal in Festanstellung gearbeitet habe, vernetzt habe, bekomme ich auf jeden Fall irgendwie mit, wenn die auf einer Suche nach einem Freelancer sind. Dann habe ich natürlich schon den persönlichen Link. Und zum anderen, was auch super oft passiert, ist, dass Freelancer wiederum Projekte teilen, wenn sie gerade nicht verfügbar sind, wenn sie aus ihrem Netzwerk wiederum eine Anfrage erhalten haben. Und so ist einfach der Weg, mit jemandem in Kontakt zu kommen und auch durchaus schon das Gefühl zu haben, irgendwie die Person besser zu kennen, wesentlich einfacher. Und einen letzten Vorteil, den ich bei LinkedIn auch noch sehe, ist, dass man natürlich auch Referenzen einholen kann. Das heißt, ehemalige Auftraggeberinnen können sagen, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist, und diese Referenzen werden dann auch öffentlich wiederum in einem Profil angezeigt. Und auch das erhöht natürlich Vertrauen. Das sind alles Sachen, die man tatsächlich noch vor einigen Jahren meistens rein über die Website oder den CV hat versucht abzubilden. Und mittlerweile kannst du da auch komplett, wenn du es regelmäßig pflegst, dein LinkedIn-Profil nutzt. Ja, da sieht man auch relativ viel. Also das ist wirklich eine sehr lebendige Plattform. Siehst du noch weitere Plattformen, die für Freelancer, gerade vielleicht auch für IT-Freelancer, empfehlenswert sind? Genau, man muss natürlich immer so unterscheiden, welchen Nutzen haben die verschiedenen Plattformen. Es gibt natürlich zum einen super viele verschiedene Projektplattformen wie freelance.de, Freelancer-Map oder auch im internationalen Bereich irgendwie TopTal, Upper, genau, wo man sich registrieren kann und überwiegend Projekte findet. Der Vorteil ist da, dass du natürlich relativ gute Filterfunktionen hast und hier so zum Beispiel nur alle Marketingprojekte in einem bestimmten Raum oder alle Marketingprojekte, die komplett remote machbar sind, anzeigen lassen kannst und dich darauf bewerben kannst. Das ist alles, was so ein bisschen genau im Bereich Projektakquise ist. Zum anderen sind viele Freelancer natürlich auch auf der Suche nach einer Community. Es ist immer gut, sich mit Freelancern auszutauschen, die irgendwie das Gleiche machen. Das sind ja quasi deine Kolleginnen, sonst wärst du ja immer so ein Solo-Performer, der alles alleine macht, um sich auszutauschen. Ah, wie haben sie vielleicht neue Geschäftsbereiche aufgebaut? Wo finden sie klassischerweise Kunden etc.? Und da gibt es wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Communities. Und das hängt natürlich super stark davon ab, auf welchen Bereich ich mich fokussiere. Im IT-Bereich gibt es zum Beispiel uns, Uplink, wo man sich registrieren kann und auch Anschluss an eine Community hat und sich über Steuern, Meetups, aber auch technische Fragen austauschen kann. Im Bereich Marketing gibt es wiederum andere Communities als jetzt zum Beispiel für Designer oder Art Direktorinnen oder so. Da wird man aber eigentlich im Internet super schnell tatsächlich fündig und findet da eine Vielzahl an Communities. Ja, ganz klassisch, ne? Eine Projektbewerbung ist ja auch eine ganz klassische Bewerbung im eigentlichen Sinne. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht heute noch so ein klassisches Anschreiben und klassischer Lebenslauf oder CV bei so einer Projektbewerbung? Genau, es kommt natürlich immer darauf an, über welchen Kanal die Bewerbung quasi reingekommen ist. Wenn ich mich jetzt natürlich bei LinkedIn zum Beispiel auf einen Post melde oder so und habe ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil, dann ersetzt quasi das Profil quasi komplett den Lebenslauf. Oder auch wenn ich jetzt empfohlen werde oder so, dann ist es selten so, dass der Kunde nochmal gesondert einen Lebenslauf haben möchte. Wenn der Freelancer irgendwie schon sagt, hey, ich habe mit dem Kollegen 5 Jahre zusammengearbeitet und der ist top, dann läuft das alles ein bisschen niedrigschwelliger. Wenn ich jetzt aber offizielle Projektausschreibung sehe, entweder auf der Website von einem Unternehmen oder auch in einem Projektportal, dann ist es tatsächlich noch so, dass ich irgendwie einen klassischen CV brauche, beziehungsweise eine Projekthistorie und auch eine Art Anschreiben. Ich würde sagen, Anschreiben ist nicht mehr klassisch in so einem Dokument hochzuladen, wie das noch irgendwie vor 10 Jahren war, sondern meistens ist es irgendwie die E-Mail, mit der ich mich bewerbe und meine Motivation bekunde, warum ich bei einem Kunden eben im Einsatz sein möchte. Und hier ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es gar nicht so super lang sein möchte, sondern einfach, dass man kurz zeigt, ich habe mich mit dem Unternehmen schon einmal auseinandergesetzt. Ich finde zum Beispiel Branche XY super spannend, weil, auch wenn ich da noch nicht gearbeitet habe oder mich reizt besonders, bei einem Entwicklungsprojekt der Tech-Stack oder ich finde euer Produkt besonders cool, also einfach so ein bisschen rüberzubringen, warum ist es das Projekt und nicht
dass der Kunde schon direkt erkennt, okay, das ist jetzt einfach Copy-Paste, Freelancer, der sich auf das x-te Projekt beworben hat. Bei einem CV ist es ähnlich. Du möchtest natürlich dem Kunden zeigen, warum bist du der geeignete Kandidat. Und da finde ich immer super wichtig, dass die Projektbeschreibungen, also meistens hast du als Freelancer verschiedene Projekte gemacht, möchtest anzeigen, was so die Milestones waren, das auch tatsächlich so aufzugliedern. Das heißt, einmal zu sagen, hey, das ist das Hauptziel des Projekts oder das sind die Milestones in 2, 3 Stichpunkten, die ich erreicht habe. Und wenn es jetzt irgendwie einen technischen Hintergrund hat, das ist so der Tech-Stack, in dem ich gearbeitet habe. Einfach, dass der Kunde schnell sieht, okay, war die Person jetzt für ein Team verantwortlich von 10 Personen und konnte irgendwie dem Unternehmen so und so viel Geld sparen oder hatte so eine hohe Budgetverantwortung als Projektmanager oder hat er rein PMO irgendwelche Stakeholder unterstützt zum Beispiel, also dass man einfach direkt so einen Eindruck davon bekommt. Und da darf man ruhig auch ein bisschen detailliert sein, weil es halt kein klassischer Lebenslauf mehr ist, wo man eh erstmal in ein langes Gespräch mit einem Recruiter kommt und es reicht, wenn man quasi sagt, ich war 3-mal CTO oder so. Da muss man schon ein bisschen mehr den Kunden einfacher machen, zu sehen, ob man geeignet ist oder nicht. Ganz oft gibt es ja auch so diese Situation, gerade wenn man so ein lockeres Gespräch hat, wo dann einfach der, vielleicht Kunde sagt, ja, schick doch mal deinen Lebenslauf. Also wo es gar nicht mehr ums Anschreiben geht, sondern nur schick doch mal den Lebenslauf. Mhm. Wenn ich jetzt in so einen typischen Fall reingerate und ich habe ja wirklich nur den Lebenslauf, um dann zu überzeugen, würdest du den anders aufbauen oder hast du dann Tipps für so einen besonderen Lebenslauf, wo der quasi allein steht? Genau, also ich würde immer natürlich gucken, wenn du dem Kunden den Lebenslauf schicken sollst, dann geht es ja meistens um ein konkretes Projekt. Selbst wenn es nicht um ein konkretes Projekt geht und du schon mit dem Kunden gesprochen hast, dann hast du so einen groben Eindruck darüber, was sind potenzielle Bereiche, in denen du unterstützen kannst. Und ich glaube, du musst jetzt nicht nochmal komplett von neu dein CV erstellen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, so ein bisschen anzupassen und vielleicht auch die Technologien hervorzuheben, die für den Kunden relevant sein könnten. Technologien meine ich immer irgendwie den Tech-Stack, wenn es jetzt um Entwicklungsprojekte geht, aber auch Marketingprojekte, die Tools, mit denen ich eben schon gearbeitet habe oder auch als Texter vielleicht die Branchen, in denen ich getextet habe, die irgendwie was mit der Branche des Kunden zu tun haben. Also da schon immer so ein bisschen zu gucken, tauchen die Sachen, mit denen ich eh schon gearbeitet habe, auch auf, sodass der Kunde erkennen kann. Und so in Jahren und auch vom Projektumfang das natürlich dann ganz gut abschätzen kann. Jetzt bist du ja jemand, der hautnah dran ist bei ganz vielen Projekten, die auch sieht, wie das vonstatten geht, wer dann tatsächlich die Projekte bekommt und wer nicht. Was ist denn deiner Meinung nach der häufigste Grund, warum Freelancer oder Freelancerinnen eine Absage kriegen für ein Projekt? Also warum werden denn Leute nicht genommen? Was sind so Sachen, die man vermeiden kann? Also zum einen ist es tatsächlich, wie auch gerade schon gesagt, so manchmal den CV ein bisschen zu customizen, wenn der Kunde jetzt irgendwie einen Spezialisten mit XY, mit Java sucht, dann ist es schon cool, wenn man sieht, der Kandidat hat auch in X-Projekten mit Java gearbeitet. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, dass man einfach nur damit gearbeitet haben muss und dann hat man quasi die Tür, den Fuß in der Tür. Tatsächlich muss man auch immer ein bisschen unterscheiden und das ist jetzt nicht, finde ich persönlich auch gar nicht immer so optimal, weil im Endeffekt soll es ja rein um die Expertise der Freelancer gehen, aber man muss von meiner Perspektive immer einmal unterscheiden, habe ich zuerst Kontakt mit einem Fachansprechpartner, dann ist es einfacher manchmal, weil dann hast du irgendwie gleich die Person mit IT-Knowledge beispielsweise da, die auch tatsächlich die Person dann im Team beschäftigt oder habe ich beispielsweise zuerst mal mit einem Recruiter oder mit einer Person aus dem HR zu tun. Tatsächlich ist manchmal so, um erstmal so an den HR-Personen vorbeizukommen. Da muss man zum Beispiel die Technologien wesentlich detaillierter auflisten, weil zum Teil den Leuten leider nicht klar ist, dass zum Beispiel Framework XY ein Java-Framework ist. Die würden sich dann wundern und vielleicht denken, okay, die Person hat doch gar nicht so viele Jahre Erfahrung, wie wir gedacht haben, die soll jetzt mal nicht in die nächste Stage gehen. Also da, auch wenn es lästig ist, macht es manchmal Sinn, wirklich so ein bisschen Keyword-Bashing zu betreiben, einfach so, um den ersten Schritt quasi passieren zu können.
Wenn man jetzt aber direkt weiß, ich habe Kontakt mit dem Fachansprechpartner, kann man natürlich auch direkt die spezifischen Frameworks nennen und die Person kann das einordnen. Die meisten Gründe, warum Leute nicht genommen werden, also wenn wir jetzt erstmal in der ersten Stage anfangen, dass es zu einem Vorstellungsgespräch kommt, sind natürlich einfach oft so Rahmendaten. Person kann nicht remote arbeiten, also Person kann nicht vor Ort sein, beispielsweise der Stundensatz ist zu hoch oder die Auslastung passt nicht. Das ist tatsächlich so der Klassiker. Und wenn es dann ans Fachliche geht, ist es halt super oft so, was hat der Kunde so für eine Idee, was die Person können sollte. Und das ist natürlich auch immer so ein persönlicher Aspekt. Ich glaube, auch wenn Kunden beispielsweise die Gründer von anderen Unternehmen können oder sehen irgendwie, die Person hat jetzt, weiß nicht, 5 Jahre bei Mercedes gearbeitet und kennt das Projektumfeld bei Mercedes, weiß, dass es anspruchsvoll ist, dann würde er das anders bewerten, wie wenn die gleiche Person jetzt bei einem anderen Automobilhersteller gearbeitet hat. Da muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, aber das sind dann oft die fachlichen Sachen. Und nach dem ersten Interview findet ja in der Regel bei Freelance-Projekten ein zweites Interview statt und dann ist das Projekt quasi besetzt. Da ist es tatsächlich oft so, dass entweder hapert es auch an fachlichen Sachen oder die gerade bei kleineren Unternehmen haben die Personen das Gefühl, dass die Freelancer sich nicht ausgiebig mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Also ich glaube, es ist super wichtig, natürlich auch über die fachlichen Sachen zu sprechen, aber auch als Freelancer, als Kandidat Fragen zu stellen und wo wollt ihr irgendwie hin im nächsten Jahr und sich vorher mit dem Produkt und dem Service auseinanderzusetzen und einfach zu zeigen, dass man wirklich Bock hat, auch bei dem Kunden im Einsatz zu sein. Jetzt nicht einfach nur, Hauptsache ich habe ein nächstes Projekt, ich mache halt irgendwas. Anfängt. Und es sind tatsächlich wirklich weitaus öfter so Motivationsgründe, dass es nicht so geklickt hat, so zwischenmenschliche Sachen wie tatsächlich die fachlichen Absagen, weil das können wir beispielsweise als Mittelsmann auch im ersten Schritt meistens ganz gut einschätzen. Ja, alles klar, Nick, dann sage ich herzlichen Dank für diese detaillierten Einsichten. Schön, dass du heute zum Interview da warst bei uns. Danke für die Einladung. Das heißt jetzt für euch, also fürs nächste Projekt, schaut euch mal ganz genau die Beschreibung an, feilt an euren Lebenslaufen. Wenn ihr Unterstützung braucht, könnt ihr gerne bei Uplink vorbeischauen. Wir verlinken das auch unten in der Infobox. Und wenn euch mehr solche spannenden Interviews gefallen wie dieses hier, dann lasst uns doch ein Abo da, gebt uns einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke, damit wir euch auch beim nächsten Video darüber informieren dürfen, wenn es denn live ist.